Und ein Willkommen und Hallo zurück beim Attentäter. Wir haben mal wieder Double XP Weekend. Alternativ auch Double XP and. Jo, da können wir Markup annehmen. Das werde ich erst einmal sein lassen. Was so viel bedeutet wie, das werde ich erst einmal nach hinten verschieben. Keine Sorge, Markup wird noch kommen. Narshada. Okay, was wird denn jetzt dran kommen? Na, schada. Was? Ich weiß es gar nicht. Besuche deinen Kult. Also jetzt, ich meine jetzt natürlich nach Narr Schada. Gut, den muss ich nicht besuchen. Da hinten möchte nur Tricky Boy mit. Tricky Girl. Ich sag mal Tricky Boy. Dabei ist Trick weiblich. Ja. Ja, Tricky. Aber Tricky Girl klingt auch doof. Im Gegensatz zu Tricky Boy. So, das ist. Außerdem ist das nicht zu überhören, dass Trick weiblich ist. Redet viel, dann noch diese absolute Schrebelstimme. Normalerweise mag ich weibliche Stimmen. Ja, wahrscheinlich hormonelle Gründe, aber na gut. Aber die Stimme von Trick, die ist ohrenbetäubend. Sagen wir es mal so. Oder stehe ich mit der Meinung alleine da? Deswegen hole ich Trick eigentlich auch nur raus, wenn es sein muss. Bevorzuge ich im Moment Ashara Zavros. Zavros? Zavros? Zavra. Zavravos. Zavravada. Also, okay. Zurück, back to topic, zurück zum Spiel. Narshada, mein Kult scheint sich selbstständiger gemacht zu haben, als ich gedacht hätte. Bitte sehr. Sieht ganz so aus, als müsste ich da mal wieder mit strenger Hand durchgreifen. Und notfalls eine Entmachtung durchführen von, wie hieß der Typ? Ich weiß es nicht mehr. Der mein Kult leitet. Mein Kult ist mir auch egal. Er ist nur ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Lediglich ein Mittel zum Zwecke. So, was haben wir denn hier? Wo muss ich hin? Jetzt zeigt mir gar nicht an, wo ich hin muss. Okay, das ist uncool. Dann falsche Richtung. Entschuldigung. Na, hat's mir doch glatt. Musste ich doch glatt. Mal ein Hüsterchen. Ist mir ein Hüsterchen entfleucht. So, wir haben im Übrigen einen neuen Skill bekommen. Verdorren. Heißt er genannt. Ne? Heißt er genannt Willkommen. und so. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ja, ich wähle eine verfügbare Reiseroute. Natürlich wähle ich eine verfügbare Reiseroute. Ich halte dir schon nicht mein Lichtschwert unter die Rübe, und verlange, dass du mich irgendwo anders hinbringst, zum Beispiel da auf den Gipfel. Man hat von da oben bestimmt eine tolle Aussicht. Das gibt's, kannst du nichts gegen sagen. Die Aussicht ist dort bestimmt atemberaubend. Natürlich nur, wenn man keine Höhenangst hat. Aber ich mag das irgendwie. Zumindestens, sagen wir es mal so, in Spielen. So. Auf Punkten zu stehen, von wo aus man einen genialen Ausblick hat. Finde ich super. Ich liebe das so extrem. Ausblick. Ja. Hey. Sith Inquisitor Phase. So, ich bin gespannt, was mein Kult. Bin einfach mal erstmal stehen geblieben, falls da irgendwo vielleicht Ja. Gegner sind. Jo, Drellig. Mein Sith Lord, ihr seid zu uns zurückgekehrt. Mein Sith Lord, der große Heiler. Wir berichten den Meistern Riley und Destris von eurer Ankunft. Wir hoffen, ihr seid stolz auf unsere Arbeit. Ja, mein Sith Lord. Die Straßen gehören praktisch uns. Like I care. Mein Sith Lord, es ist schön, euch wiederzusehen. Hoffentlich gefallen euch unsere Veränderungen. Was können wir für euch tun?
Ich brauche einen Sensorchip. Wie ich hörte, wart ihr seit unserem letzten Treffen sehr fleißig. Ich interessiere mich für den CN-12. Den CN-12, wirklich? Das ist ein lustiger Zufall. Wir wollten euren Kult in etwas wirklich Großes verwandeln und haben dabei auf den CN-12-Chip gesetzt. Es ist ein erstaunliches Stück Technik und wie es der Zufall will, haben einige unserer Mitglieder an einem frühen Prototyp namens Todessiegel gearbeitet. Wir sahen unsere Chance und haben sie ergriffen. Alles lief toll, bis sich so ein Angeber eingemischt hat, der sich der Schleier nennt. Er hat unsere Versorgungskette lahmgelegt und kontrolliert jetzt den CN-12-Markt. Ich habe keine Zeit für so einen Dreck. Er ist tot. Niemand legt sich mit meinem Kult an. Nun ja, vielleicht könnt ihr ihm eine Lektion erteilen. Uns hat das Glück verlassen. Man kommt kaum an ihn ran. Er versteckt sich irgendwo in der Schattenstadt. Und er hat klargestellt, dass er sich nur mit unserem Boss treffen würde. Wir hielten das nicht wirklich für eine Option. Sag mir gefälligst das nächste Mal Bescheid, sonst wirst du niemandem mehr Bescheid sagen können. Als Anführer dieses Kults weiß ich erstaunlich wenig darüber, was hier vor sich geht. Es tut mir leid, mein Sith Lord. Das wird nicht nochmal passieren. Viel Glück. Ich fand das gut, wie Drellig da so hinterstand, total verpeilt vorhin. So, finde den Schleier. Ich werde den Schleier finden und ich werde ihn entschleiern. Ich werde den Schleier in der Mitte durchreißen. Ja, ne? Aber eigentlich finde ich es auch gar nicht mal so schlimm, dass ich so wenig darüber weiß, was in dem Kult vor sich geht. Das sind ja alles E-Mails von NPCs. Und wenn er mir jetzt anfängt, wegen jedem kleinen bisschen, wegen jeder kleinen Flöterei eine E-Mail zu schicken, dann ist das Ganze doch etwas übertrieben. Ja, was ich mir hier ein bisschen gewünscht hätte, wäre... Willkommen. Bitte wählen Sie etwas eine netter, extremere, sagen wir es mal so. Immerhin bin ich der Anführer von dem Kult, ein Sith Lord. Und dann jetzt irgendwie nur so extreme Auswahlmöglichkeiten. Was heißt nur extreme Auswahlmöglichkeiten? Aber zumindest eine dabei. So, von wegen, ich weiß erstaunlich wenig darüber, jetzt bei dieser Aussage jetzt vielleicht, dass ich dann richtig verärgert bin, dass man mir meine Verärgerung wirklich anmerkt, dass ich, oh, mein Taxi ist weg, dass ich darüber gar nichts weiß, dass ich ihn dann vielleicht noch schocke oder sonst was, so, eben solche Sachen, weißt du, dass... Vermisse ich so ein bisschen, muss ich gestehen. Hab ich ein bisschen vermisst. So, Aufzug des Maschleiers. Uppala. Na egal. Ich bin Level 48. Ich bin wesentlich höher als er. Ja? Ich werde erst einmal meinen Zorn erwachen lassen. Zornen. Nur um dann... Nur um ihn dann zu entfesseln. Und dann eine geballte Ladung meines Zorns auf den Schleier loszulassen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ich bin bereit. Dann bist du auch bereit, wa? Mal gucken, ob man jetzt irgendetwas... Ich bin hier, wie gewünscht. Wer von euch ist der Schleier? Ich bin der Schleier. Nein, ich bin der Schleier. Nein, ich bin es. Ich bin der Schleier. Eigentlich ist keiner von uns der Schleier. Denn wir alle sind der Schleier.
Und wir sind alle froh, eure Bekanntschaft zu machen, Kultmeister. Ihr habt etwas, was ich brauche. Wie kann ich euch überzeugen, mir den CN-12 zu geben? Mit eurem Kult. Auf den Straßen von Nar Shaddaa ist nur Platz für eine Stimme der Wahrheit. Überlasst uns die Kontrolle über euren Kult und wir überlassen euch den CN-12. Ihr wollt sterben, oder? Ich könnte euch einen nach dem anderen umbringen, bis einer von euch einwilligt, mir den CN-12 zu geben. Hört uns erst einmal an. Der Abschaum, der euren Kult leitet, ist zwar brutal, hat aber keine Vision. Warum sollte man sich mit einem Kult zufrieden geben, wenn man ein ganzes Imperium haben könnte? Wir haben noch mehr zu bieten als den CN-12. Armeen brauchen Waffen, Schiffe, Antriebe. Was bringt euch euer Kult im Moment? Geschenke? Artefakte? Wir bieten euch das und noch viel mehr. Unser Einfluss erstreckt sich über die ganze Galaxis. Schickt einfach ein Signal mit einem dieser Geräte und unsere Diener werden euch überall in der Galaxis zu Hilfe eilen. Nicht nur auf Nar Shaddaa. Ich bin etwas überfragt. Das grenzt erst einmal stören sie meinen Kult, damit ich herkomme, um mir dann ein Angebot zu unterbreiten. Das ist gegen sowas bin ich irgendwie allergisch. Ich weiß nicht wieso. So. Und von dem her sag ich einfach mal, ich würde euch eher umbringen. Die dritte Möglichkeit. Ich muss ja auch mal wieder was Böses machen. Ich hatte ja gesagt, gut, ich bleib ein bisschen im Gleichgewicht, ne? Danke, aber mir bleibt immer noch das Problem, wen von euch ich zuerst töte. Das solltet ihr besser nicht versuchen. Dieser Raum ist mit einer Bombe ausgestattet, die mit unseren biometrischen Daten gekoppelt ist. Wenn wir sterben, sterbt ihr ebenso. Gut, eins, ihn töten. Welch eine Verschwendung. Ihr habt ihn getötet. Jo. Seid nicht töricht. So werdet ihr nichts erreichen. 2. Gebt mir den CN-12. Wenn ihr mich tötet, sterbt ihr auch. Wollt ihr das wirklich riskieren? Besser nicht. Ich muss euch nicht töten, um zu bekommen, was ich will. Man spielt nicht mit einem Sith Lord. Nein, wartet! Tut das nicht! Ihr könnt den CN-12 haben. Hier, nehmt den CN-12. Aber lasst mich bitte am Leben, ja? Man spielt nicht auf diese Art und Weise mit einem Sith Lord. Das macht man nicht. Was habt ihr euch bei diesem Dreck gedacht? Dass ihr schlauer wärt? Es ist egal, wie schlau ihr seid. Wenn ein Sith Lord sagt nein, dann ist es nein. Ihr hättet mich nie herausfordern dürfen. Nein, bitte! That's it. Kann ich da nochmal reingucken, wie die da liegen? Das wäre nice. Waren das nicht mal 4 am Anfang? Nee, ne? So, egal. Was denken die sich überhaupt? Haben die sich irgendetwas gedacht? Da kannst du ja nur mit den Ohren schlackern dabei. Was die da irgendwie ist alles in Ordnung. So, weißt du? Ich bin einfach nur Taxi der unteren Promenade, Glatteiskantine.
Promenade. Ich bin einfach nur über die Dummheit mancher Menschen erstaunt. Da gibt's nichts. Das ist eigentlich alles. Oder über die Arroganz. Kann man dazu vielleicht auch Arroganz sagen? Eine Sekunde bitte. Das ist... So. Ich hab mir ganz kurz Socken angezogen. Das ist, darf man auch mal machen, ne? Ja, ja. Wer zum Teufel ist das? Egal, ich sag einfach auch mal hi. Oder vielmehr.